Moin und willkommen bei einem neuen Video hier auf dem Kanal Schwungvoll. Mein ID3 kennt ihr und das hier, das ist der OBD11. Das ist ein OBD-Dongle, der in den ID3 gesteckt wird oder in einen Verbrenner und mit dem ihr jede Menge Daten auslesen könnt. Und das ist auch was für die Nicht-Nerds, denn die Daten, die sind richtig gut aufbereitet. Aber lasst uns mal eben gucken, das geht nämlich ganz einfach beim ID. Der hat unten den OBD-Port unterm Armaturenbrett und der ist auch noch offen. Das heißt, da braucht ihr nicht eine Klappe zu öffnen. Der bleibt da drin, der stört auch nicht. Und was da an Daten bei rauskommt, das gucken wir uns jetzt mal eben an. So, der OBD-Dongle, der funktioniert über Bluetooth. Ich drücke dann in der App hier auf Verbinden. Dann müsst ihr ein Passwort anlegen zum Beispiel, das habe ich jetzt hier auch gemacht. Und dann verbindet er sich mit dem Fahrzeug. Bei mir ist das jetzt, das seht ihr gerade, das Passwort ist kein Geheimnis, mein Geburtsdatum. Da es ein Testgerät ist, hilft euch das in dieser Stelle gar nichts. So, jetzt muss er das Fahrzeug erkennen. Es dauert einen kleinen Moment, aber ihr seht schon, die 12-Volt-Batteriespannung hat er. Jetzt ist das Fahrzeug auch als Bild eingeblendet. Jetzt werden die Steuergeräte alle ausgelesen, dieses Fahrzeug. Und das ist eines der Sachen, ihr glaubt gar nicht, was da alles für Daten gleich alles kommt. Unheimlich, was er alles sieht. So, jetzt seht ihr, das Fahrzeug ist jetzt verbunden mit meinem OBD-Dongle. Und jetzt könnt ihr unten in die Daten, da seht ihr das Profil, was es gibt. Ich habe hier einen Pro-Tarif. Es gibt noch den Ultimate. Pro kostet im Jahr 50 Euro, Ultimate kostet im Jahr 140 Euro, damit ihr wirklich auch alle Daten erhalten könnt. Hier seht ihr die Daten zu meinem Auto. So, und jetzt könnt ihr hier nämlich ins Menü gehen und holt euch hier jetzt die Daten ran. So. Hier seht ihr jetzt die ganzen Steuergeräte an sich. Und für uns ist interessant natürlich das Thema Batterie. Battery Energy Modul. Da klicke ich jetzt drauf. Und dann sucht ihr euch gleich die relevanten, für euch relevanten Daten raus. Dazu geht ihr hier auf Live-Daten. Da kommt eine ganze Auflistung über alle möglichen Themen, die ihr so braucht. Und da nehmen wir uns jetzt zum Beispiel mal, weil es für uns interessant ist, die Temperatur 1, die Temperatur 2, das ist Eingangs-Ausgangstemperatur, sowie die Batterietemperatur. Und hier haben wir jetzt die verschiedenen Sachen, die ihr euch hier angucken könnt. Unter anderem ist interessant Kühltemperatur der Hochvoltbatterie. Dann haben wir die Spannung der Hochvoltbatterie, die ist auch interessant. Und weiter unten, ihr seht die ganzen Zellen, die man aussuchen kann. Und man kann verschiedene Temperaturen noch weiter, aber wir interessieren uns für die Batterietemperatur. Dann drückt ihr unten auf Fertig und habt sämtliche Daten. Also wir haben eine Batterietemperatur für 23 Grad. Kühltemperatur im Auslass- und Einlassbereich der Hochvoltbatterie liegt bei 25 Grad. Und die Spannung ist bei 391,5 Volt. Was wir jetzt damit machen ist, ich fahre jetzt mal auf die Autobahn. Dann werde ich den ID ein bisschen peitschen und wir gucken mal, wie sich die Daten einfach entwickeln. Und am Ende können wir dann mal gucken, was es sonst noch an Datenmaterial hier gibt. Für das Auslesen der Daten benötigt ihr übrigens einen Pro-Account oder einen Ultimate-Account. Die sind für 40 Euro pro Jahr oder für 50 bzw. 140 Euro im Jahr erhältlich. Ich habe den ID3 jetzt einmal 70, 80 Kilometer über die Autobahn geprügelt, um hier mal ein bisschen den Akku leer zu machen und zu gucken, was die Batterietemperatur im OBD sagt. Und das ist ganz interessant. Also die Eingangs- und Auslasstemperatur jetzt im Hochvoltbereich liegt bei 33 Grad. Batterietemperatur ist jetzt bei 34 Grad. Optimale Ladetemperatur, wenn ihr mich fragt. Parallel habe ich auch noch gesehen,
bei einer Außentemperatur übrigens von 26,5 Grad. Ne? Wir haben richtig schöne Sommertemperaturen, also Wohlfühlklima für das Elektroauto. Ich habe 8% jetzt im Fahrzeug noch drin und habe im OBD, das seht ihr ganz oben jetzt gerade, Batterieladezustand drin und der sagt 12,8. Ich kann jetzt hier nur mutmaßen, aber ich denke, der zeigt mir tatsächlich den Bruttowert an und das Auto zeigt mir nur den Nettowert an von meinem Ladezustand. Das wäre schon wieder sehr interessant, das muss ich nochmal beobachten, wenn ich ein Auto mal richtig leer fahre. Okay, also zusätzlich, wie gesagt, könnt ihr neben den ganzen Daten wie Batterietemperatur und so weiter auch Fehler aus eurem System rausziehen und so weiter und gucken, wo hakt es denn und alles. Finde ich echt schon eine ziemlich coole Angelegenheit. Wie gesagt, das Abo habe ich euch erklärt. Ich lade den ID jetzt mal auf 80% und dann möchte ich nochmal sehen, was die Batterietemperatur sagt und eventuell auch das Kühlsystem. Ich bin ja eben an den Laderand gefahren und wollte nochmal gucken, was jetzt über den OBD jetzt an Daten kommt und wirklich sehr interessant. Die Kühltemperatur der Hochvolt oder Batterie, die ist nämlich der Einlass runtergegangen auf 17 Grad. Der ist jetzt hier richtig am runterkühlen. Das hat zur Folge, dass die Batterietemperatur von den 55 Grad runter ist auf 48 Grad. Der ist also richtig aktiv am Kühlen, während er hier gerade am HPC-Lader hängt. So, jetzt nach dem Ladevorgang, 45 Grad Akkubatterietemperatur, 20 Grad im Einlass und Auslass. So eine Daten, die würdet ihr niemals erfahren ohne einen OBD-11. Und der kann halt noch viel, viel mehr. Das wird das Video sprengen. Ich bin zufrieden. In diesem Sinne, ciao. Und wenn es euch gefallen hat, bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal.